Wir starten mit der Pressekonferenz. Herzlich willkommen. Frohe Weihnachten gehabt zu haben zum Meisterschaftsspiel hier heute. Der Hannover Indians gegen den HSV. Die Pressekonferenz wird wie immer präsentiert von Low and Go. Ja, ein Last-Minute-Sieg heute für die Indians. 3:2 ist es dann doch noch kurz vor Schluss ausgegangen. 3.720 Zuschauer haben es gesehen. Und ich begrüße hier heute unseren Gästetrainer Jacek Darowski. Ich hoffe, ich habe das jetzt richtig ausgesprochen. Der Indians und natürlich Brandon Carroll, den Trainer der Indians. Und ich gebe wie immer das Wort zuerst an den Gästetrainer. Ja, Jacek, dein Fazit heute zum Spiel. Also erstmal hallo, guten Abend. Was soll ich sagen über dieses Spiel? Ich habe gestern das erste Mal mit der Mannschaft Training gemacht und heute war das meine Aufgabe, coachen. Wir haben erstmal so die 50 Minuten sehr gut gespielt. Ich meine, ich war nicht so schönste Eishockey für die Augen, für die Zuschauer, aber Ergebnis war das nach 40 Minuten noch gut für uns. Leider ist das junge Mannschaft und fällt auch das Erfahrung und Kraft, Ergebnis jeder weiß. Zum Ende war das 2:3. So, bitteschön. Ja, vielen Dank. Freddy, das Wort geht an dich. Was sagst du zum Sieg? Herzlichen Glückwunsch erstmal dazu. Oh, guten Abend. Yes, wir hatten natürlich von der Tabelle her, jeder glaubt, es wird ein einfaches Spiel sein, aufgrund der Tabellensituation. Aber wir haben auch die ganze Woche gesagt, es wird kein einfach, weil wir haben gewusst, ein neuer Trainer kommt. Auch Markus Franzgrab, Franzgrab im Tor steht, auch ein sehr, sehr guter Torhüter, auch der zweite Torhüter bei Hamburg. Wir haben gewusst, wir müssen einfach mehr Zeit investieren vor dem Tor. Und das haben wir nicht in den ersten 40 Minuten gemacht. Er hat fast jeder Puck gesehen. Und die letzten 20 Minuten, wir haben gewusst, die sind jung, die wird wahrscheinlich 5 Mann um den Torwart. Das haben die getan und wir müssen einfach ein bisschen mehr Kraft investieren und die freie Raum finden. Das haben wir getan und wir haben das Schade gut spielen lassen in den letzten 20 Minuten. Und Gott sei Dank haben wir das Ding 2 Sekunden vor Ende gewonnen. Und aber ich denke, der HSV hat sich gut präsentiert und die wird wahrscheinlich mehr Spiele gewinnen mit dieser Leistung. Und die haben wirklich, vielleicht haben die 1 Punkte verdient, aber ich bin sehr, sehr froh, dass wir haben 3. Danke. Ja, vielen Dank. Ja, alle, die hier im Zelt sind, wissen es, wir haben doch sehr gelitten als Zuschauer. Es gab besonders in den ersten beiden Dritteln ja viele Puckverluste, die Überzahlsituationen waren nicht zufriedenstellend. War das noch die Trägheit jetzt von Weihnachten oder was war da los? Nee, das würde ich nicht sagen. Das gehört auch immer auch die gegnerische Mannschaft. Die haben geschickt gespielt, die haben ein gutes Stellungsspiel gemacht und der Torwart hat seinen Job gemacht, der hat die Scheibe gestoppt. Und wir waren ein bisschen, sagen wir mal, zu passiv und zu statisch. Teilweise die letzten 20 Minuten waren nicht so statisch, wir waren mehr aggressiv und das war ausschlaggebend am Ende. Ja, diese 46. Minute war dann so ein bisschen der Befreiungsschlag, kann man das so sagen, dass dies, diese Erlösung war, die dann auch zu den anderen beiden Toren geführt hat? Ich weiß nur, wir mussten ein Tor schießen, bevor wir das zweite. Und das haben wir getan. Und wir haben from das getankt und dann, ja, das die eine Tor, dann brauchen wir die zweite, hat innerhalb die paar Minuten das geschossen und wir haben gewusst, okay, vielleicht geht's was. Und dann, Gott sei Dank, wie gesagt, hat es geklappt. Ja, vielleicht nochmal die Frage an dich jetzt, weil beim HSV gab es ja in letzter Zeit viele Turbulenzen, sag ich mal. Der Trainer wurde beurlaubt, du bist jetzt hier, was ja vielleicht auch für viele jetzt ein bisschen unerwartet war. Ist das jetzt so ein bisschen auch die Richtung, die ihr vorgebt, die ihr heute gezeigt habt? Nein, es ist ganz einfach. Ich bin Trainer von Schuller Bundesliga von HSV. Moment, wir haben Pause bis 9. Januar. Und Vorstand hat gefragt, ob das kann ich das helfen, so ein bisschen so mit der Coaching und dann mit der irgendwie so Taktik für die Mannschaft, was Moment ist das richtig ganz tief mit der Form der Niederlage, Spiel nach dem Spiel. Und
ich weiß nicht, bis jetzt, ich denke, dass wenn ich coach für 48 Stunden oder noch ein bisschen länger, weiß ich nicht. Moment, das heute, ja, ich habe das alles Beste gegeben, was ich kann. So. So, ja, dann würde ich sagen, da heute unsere Buhmann-Schüler nicht da sind, die sonst auch immer ein paar Fragen an euch vorbereitet haben, die haben, denke ich mal, Ferien verdient, gebe ich jetzt gleich das Wort weiter an Sie. Vielleicht haben Sie oder habt ihr Fragen? Das Mikrofon ist bereit. Ich bitte um Handzeichen. Ja, ich sehe keins. Dann mache ich jetzt hier nochmal weiter. Dann wollte ich nochmal aufs nächste Spiel zu sprechen kommen. Das ist ja schon bald, am 30. euer Jahresabschluss hier am Turm. Die Black Dragons kommen. Gegen die habt ihr euch schon mal mit einem Arbeitssieg hier einen Sieg geholt, aber schon so ein bisschen schwer getan. Was erwartest du da? Es wird wahrscheinlich dann auch kein leichtes Spiel für euch, oder? Nee, ich denke, bei uns ist es nie ein leichtes Spiel. Man muss einfach bereit zu spielen und alles investieren. Und drei Punkte ist machbar, aber das Spiel muss erstmal gespielt werden. Aber wir sind zuversichtlich, was ein paar Tage abgeht. Aber ich denke, mit der gleichen Leistung, vielleicht über 60 Minuten, ist es machbar. Okay. Ja, wenn sonst keine weiteren Fragen oder Anmerkungen mehr gibt, dann sage ich bis dahin erstmal vielen Dank und trage doch ganz kurz die Ergebnisse vor des heutigen Spieltags in der Oberliga Nord. Timmendorfer Strand hat die Crocodiles Hamburg zu Hause geschlagen mit 3:2. Die Ice Fighters Leipzig haben auch zu Hause gewonnen gegen die Black Dragons mit 5:4. Herne gegen Duisburg 2:3. Dann Essen gegen die Tilburg Trappers 5:2. Die Wedemark gegen Berlin 1:2. Langhagen gewinnt zu Hause gegen Neuwied 1:0. Die Harzer Falken gewinnen auch zu Hause gegen Halle 1:0. Und Rostock gegen Preußen Berlin 8:4. Ja, und damit verabschieden wir uns hier oben. Wünschen Ihnen noch einen schönen Restweihnachtstag und dann sehen wir uns ja wahrscheinlich am 30. hier zum Jahresabschluss der Indians. Dankeschön. Applaus